Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Wildmander. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu denen der Schätzung scheinen sollte. Und ich gehe mal hier nach unten, ich will das einfach mal wissen. Willi will es wissen. Wir wissen, ob man diese Viecher da zerstören kann. Ich meine, vielleicht werden wir dabei jetzt verrecken, das ist im schlimmsten Fall halt so. Ich würde nur gerne wissen, kann man die zerstören, weil die haben auch eine Lebensanzeige da unten. Ich glaube, die kann man nicht zerstören damit. Ne, sieht nicht so aus, als ginge das. Schade. Da muss man wunderbarweise rausfinden. Das wird wohl nicht der richtige Ort sein. Schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, wo der andere Tempel sein soll, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte jetzt von der Karte ausgehen und sagen, dass der Tempel dann vielleicht unten links ist. Ich weiß es nicht. Unten rechts? Hm. Weil an vielen anderen Stellen waren wir halt einfach schon, ne? Deswegen. Schwierig. Ich meine, da oben ist auch ein Teleporter hinter diesen ganzen Dingern, aber da ist auch der Baum und das ist ein Baumsymbol. Ich glaube, das wird nicht dann der Tempel sein, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen was essen. Wir haben aber, glaube ich, kaum noch was zu essen. Wir haben alle unsere Kuchen aufgegessen. Ich meine, Kuchen ist lecker, natürlich essen wir den auf. Der einzige Ort, den ich noch sehen könnte, wäre halt hier nach Westen oder nach Osten von da aus, ne? Das kann ja nicht sein, oder? Aber wir müssen bestimmt noch mal ganz kurz nach Hause zurück. Vielleicht spawnt er dann auch erst, das weiß ich natürlich nicht. Ich muss auch noch ein Fragment zurückbringen. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam. Ja, im Gebirge war schon immer sehr gefährlich. Die Kälte, die jähen Abhänge, lose Steine. Pilger und Schamanen bereiteten sich oft jahrelang auf Reisen dorthin vor. Wir haben natürlich nicht so viel Zeit. Ich erinnere mich an einige ihrer Ziele und Weisheiten. Wenn du möchtest, erzähle ich dir gerne mehr darüber. Geht aber nicht. Oh. Aber wir müssen Wasser.
Ich weiß halt echt nicht, ob das hier im Westen oder im Osten sein soll. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Eher nach Orten für Teleporter aus. Und nicht mal das, das sind keine Teleporter. Wir müssen aufpassen, da kommt noch Mana. Ich kann schon mal festhalten, das hier sieht nicht nach dem Tempel aus, wo wir hin müssen. Eine gute Sache hat das, dass wir hier hingegangen sind. Da vorne ist Metroid. Den brauchen wir. So. Aber ich sehe halt wirklich nicht, wo dieser Tempel sein soll. Für mich sieht es halt wirklich nicht so aus, als wäre es hier. In die Richtung. Und unten ist wieder ein Meteorit, ne? Den sollten wir schon holen. Wir haben Hunger. Thank you.
Ich dachte, ich drück Mana. Na gut, dann klettern wir hier mal. Ich meine, von dem Text her, der heutige Zustand ist ja alles verdorben, oder nicht? Da müsste eigentlich zu diesem verdorbenen Ding hin, aber scheinbar ist dem nicht so. Vielleicht muss er auch hinter dem Baum oder so, kann das sein? Dass er einfach noch viel tiefer hinten reingehen muss? Dann haben wir schon gelootet. Es gibt nur noch einen Ort, an dem wir nicht wirklich waren, ne? Ich meine, an der Spitze des Berges ist auch ein Temp. Ah, da waren wir, glaube ich, schon. Bei der Spitze des Berges, da waren wir, glaube ich. Also, den sieht man auf der Map halt. Was? Hä? Kann mir jemand sagen, was da passiert ist? Ich habe kurz die Augen geschlossen. Ich habe kurz meine Augen gerieben und bin tot. Ich hab mir kurz die Augen gerieben, also das Auge gerieben, ich bin ja blind auf einem Auge, ich habe da natürlich nichts gesehen und bin dann tot. Und lass mich raten, es gibt keine Markierung, wo man gestorben ist, man muss selber einfach wissen, wo das war. Keine Ahnung, wo das war, deswegen werden die Sachen leider verschollen sein für immer. Was uns jetzt ziemlich weit zurückwirft tatsächlich, um Stunden. Oder ist das da vorne der Ort? Ist das der Ort, wo wir gestorben sind? Ich weiß nicht, wie das passiert ist gerade. Muss ja irgendwie ein Stein gewesen sein oder so. Ich wollte kurz auf der Map gucken, ob man das irgendwie erkennen kann, wo da Sachen sind, weil ich meine, man sieht da ja was, ne? Man sieht da was, man sieht da die runden Kreise. Und da ist ein richtig großer runder Kreis, aber da waren wir doch bestimmt schon, oder nicht? Aber die anderen Tempel waren nicht sichtbar auf diese Art und Weise, seht ihr das? Der andere da oben, ganz in der Nähe von diesem Lebensbaum oben, da war das nicht. Und das heißt Lebensbaum da oben, das heißt, das kann es nicht sein, weil das hat einen Namen. Das ist was Besonderes, was einen Namen hat. Oder war das der erste Tempel? Das war der erste Tempel, wo wir hingegangen sind, ne? Das war der da oben, glaube ich. Dann ist es... Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Lustig, dass manche Items verschwinden dann, ne?
Ich hatte ja noch jede Menge Kuchen, der ist alle weg. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Nahrungsprobleme. Danke, Spiel. Ich glaube, das Spiel hat einfach gesehen, dass wir im Inventar zu viele Kuchen haben und hat einfach gesagt, bist tot. Kuchen sind weg. Das, anders kann ich mir das nicht mehr erklären. One hit dead. Ich hatte volles Leben quasi, fast volles Leben. Einfach mit einem Schlag tot. Ich habe keine Ahnung, was diese Gegner die ganze Zeit machen. Dieses rumgescheuert werden fühlt sich überhaupt nicht gut an. Wer diese Phantome wird doch das Letzte los. Ich bin noch dabei. So. Es freut mich, dass wir nur miteinander sprechen können, wo unsere Zeiten sich begegnen. Es ist schade, dass dieser Ort so stark von den Phantomen heimgesucht wird. Doch deine jetzigen Taten sind der Wandel, den die Welt braucht. Diese verzweifelten Monster streben nach dem Leben, aber sie verstehen es nicht. Leben ist nicht Macht, Leben ist Veränderung, fortwährend. Hier in der Gegenwart findest du Arx, den Gott des Wandels. Und du verwandelst die Erde unter deinen Füßen, in denen du Leben erschaffst. Du lernst von den Göttern. Lerne jetzt erneut, was Naya dir hier am Ende beibringt. Und bring Leben und Wasser in die Gegenwart, um die Zukunft zu verändern. Und jetzt bewirkst du große Veränderungen. Kehren wir in den Ort zurück, an dem diese Geschichte begann, in der Zukunft. Kann er mir den Tempel bitte nochmal anzeigen, wo der war, oder muss ich den jetzt wirklich wieder alleine finden? Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der war. Warum ist der jetzt immer noch markiert? Scheinbar liegen die immer noch verlorene Gegenstände. Da liegt der Kuchen vielleicht doch noch da. Ah, Oros-Tempel, wunderbar. Da liegt der Kuchen vielleicht noch da. Da müssen wir schon mal schauen gehen. Vielleicht hat das Spiel mit den Kuchen doch nicht weggenommen. Jetzt ist die Markierung weg, ne? Das heißt, wir haben den Kuchen wieder. Oh. Kuchen! So. Oh mein Gott, das hat mich, glaube ich, gekillt.
Das da. Dass die Steine sowas da machen. Ich glaube, das hat mich gekillt. Und ich stand hinter dem Stein und der hat mich einfach umgebracht. Aber das Spiel ist gleich vorbei von der Story. Der Lebensbaum ist bestimmt auch noch am Wasser, oder nicht? Da wird bestimmt auch noch was kommen. La 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 la. Du wirst diesen Ort erneut aufsuchen. Jede Geschichte endet irgendwann. Oh nein! Du wirst vieles unternehmen, um die Zukunft zu reparieren und du wirst hier sehen, was sich dadurch verändert hat. Ah, das ist der Zustand. Doch über dieser Zukunft wird noch immer ein Schatten liegen. Du musst Arx finden, wenn vier Götter befreit werden. Selans Pfad muss enden. Du wirst mein Geschenk erhalten. Ich würde den Umhang gerne deaktivieren. Oros Segen, okay. Die Zeitnadel. Was macht die Zeitnadel? Die Magier in diesen Bergen werden dieses Werkzeug begehren. Ich werde es ihnen leihen. Es ist für immer einmalig, denn es schlängelt sich hin und her zwischen den Fäden der Wirklichkeit hindurch. Du wirst es eine Weile bei dir tragen und es benutzen, um durch meine Augen zu sehen. Es wird weder die Geschichte verändern, noch wird es dich vor dem Zahn der Zeit bewahren, wie es Hoffnung der Magier war. Aber der Fluss der Zeit ist turbulent und du kannst auf seinen Wellen reiten. Gebirgswachstum. Wie kann ich in dieser Umgebung zu Hause nachbilden? Oh ja, Gebirge wachsen lassen. Denn der Macht hat die großartige Gebirgsmutter hervorgebracht. Du hast den jungen Setzling einer Himmelsfackel in einem ausgewachsenen Baum verwandelt. Die Kräfte der Gebirgsmutter können viele Pflanzen wachsen lassen, doch andere fügen sie Schaden zu. Jene, die diese Berge erforscht haben, schmieden noch immer mächtige Zauber. Die Suche nach den Geheimnissen der Zeit wird Wanderer hierher führen. Verwandle einen ausgewachsenen Himmelsfackel in eine Gebirgsmutter. Kann ich die hier klauen? Krass. Du könntest übrigens hier. Hui! Und wir können. Oh, das war gar nicht langsam. Ich glaube, nur die Gegner werden langsamer drin, oder? Ne, ich werde auch langsam. Und wir können. Hui! Zurück. Das ist lustig. Das Problem ist nur, dass dieses ganze Waffenwechseln ist halt echt anstrengend immer wieder. Das ist schon nicht ganz so einfach, die ganze Zeit immer die Waffen zu wechseln. So, wir gehen mal nach Hause. Habe ich da gerade Gegner gehört? Vermutlich ja. Glaubst du wirklich, du hast das Zeug dazu, Selan zu besiegen? Eine unheil drohende Stimme. Aber du bist noch nicht bereit, das wüsste ich. Ich bin Arx, der Gott des Wandels, des Todes und solcher Dinge.
besuche meine Altäre in Nayas dürren Dünen, der entwässerten Salztonebene, den verseuchten Canyons und dem zeitlosen Gebirge. Arx Fatalis? Die Götter haben dir große Macht gewährt, doch die Wahrheit haben sie dir verwehrt. Es hat sich gereimt. Bring mir ihre Geschenke und ich werde dir ihre wahren Gesichter zeigen. Kräfte, die sie sich selbst vorenthalten. Oha, wir können die Kräfte nochmal verstärken. Das alpine Fragment abliefern. Diese Erinnerung ist nicht angenehm. Was? Was tust du? Es tut mir leid, Vidyashara, aber Opfer sind erforderlich. Und deines wird mein letztes, größtes Werk vollenden. Die heuchlerischen Götter können es mir nicht nehmen. Unsterblichkeit, du wirst sie mir schenken wieder, Vidyashara. Da war noch ein Ausrufezeichen, lustigerweise, aber gut. Ich überlege gerade, ob ich ausnahmsweise den Part ein bisschen früher beende, weil ich so müde bin, aber... Ich meine, wir können auch ein paar Sachen machen, wir können auch so ein paar interessante Sachen machen, wie zum Beispiel... Lebensfunken erstellen. Den Baum heilen, mit Granit. Wir können den Baum weiter heilen. Ich weiß noch nicht, ob wir noch genug Kerbholz haben. Noch, wir müssen aber mehr Kerbholz finden. Ist auch Kerbholz, ne? Weil sonst können wir unsere Waffen nicht machen. Knotenholz, so war's. Ich muss schon mal dafür sorgen, dass wir nicht in Probleme kommen mit dem Wasser. Ich glaube aber, ich werde das wirklich ein bisschen außerhalb von Stream und von YouTube und so spielen. Und ein bisschen meine Oase fertig machen und Sachen farmen und Zäune drumherum bauen. Weil ich glaube, das wird alles ein bisschen lange dauern. Ich weiß nicht, ob das Let's Play so lange laufen soll. Das müsst eigentlich ihr entscheiden auf YouTube. Aber wenn das Video hier rauskommt, habe ich das vermutlich schon getan. Alleine zu spielen, aber... Das weiß ich halt nicht. Keine Ahnung, ist halt schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich brauche, um Muscheln zu sammeln, wird schon einige Zeit vergehen. Das kann ich schon mal sagen. Um genug Muscheln zu haben für den ganzen Zaun. Wir müssen den kompletten Zaun hier rumziehen. Ich glaube, das wird schon ganz schön anstrengend. Wisst ihr noch, wo wir angefangen haben? Jetzt stehen wir hier einfach drin und es sieht aus wie ein Wald. Das ist keine kleine Oase mehr, das ist einfach ein Wald. Das ist schon krass. Ich
Ich meine, was wir auch mal machen könnten, einfach so, einfach weil wir es können, zum Ende des Parts. Mir wurde ja gesagt, dass es einen Quellstein gibt. Ja gut, der ist da oben am Berg, da kann man vielleicht mit dem Wasserfall, ja. Wir können aber auch mal ganz kurz, wir haben glaube ich nichts, wir müssen das mit den Arcs machen. Wir können natürlich versuchen, einen der Arcs-Tempel schon mal aufzusuchen, ich weiß, wir wissen schon, wo die meisten sind. Zwei haben wir schon, oder drei haben wir glaube ich schon gefunden. Wir suchen jetzt einen auf. Und das war's dann für den Part dann und auch für den Stream heute. Aber einen suchen wir mal eben auf. Der müsste hier hinten gewesen sein, oder? In die Richtung. Ja, ja. Oh, es ist so toll, dass wir einfach so... Hui, hui. Was ist denn mit dem da hinten los? Warum chillt der da hinten? War der schon immer da hinten? War das schon immer so bei dem Tempel? Nein. Definitiv nicht. Arx einen Leuchtfeder geben. Striga. Die Göttin des Sturms, des Windes, des Meeres. Sie ist in letzter Zeit recht zornig geworden, aber sie ist keine Göttin der Zerstörung. Sie wurde für den Wind gepriesen und angebetet, der Segel spannte und Regen auf die Felder brachte. Aber sogar damals setzte sie ihre Kräfte frei heraus ein und teilte sie bereitwillig. Wer danach strebte, die mächtigsten Zauber zu erlernen, ließ sich von ihr unterweisen. Selan und seine Schüler bauten den Tempel, in dem sie heute wohnt. Ja, ich... Diese Federn, die du hast, die mit ihrer Macht erfüllt sind... Ich weiß, dass sie das hier wegmachen können. Steht da oben. Sie lassen nicht nur Blitze einschlagen, sondern rufen auch Wind herbei. Benutze sie, um die Giftwolken zu vertreiben und säubere die stehende Luft mit derselben Macht, nach der die Magier agierten. Ah, ich muss hier weg. Ich muss ja erstmal Federn besorgen. Ups. Ich finde es so krass, wenn wir unendlich Mana hätten, können wir einfach wirklich fliegen. Also wirklich legit fliegen einfach. Wenn wir genug Mana hätten. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Haben wir noch Federn im Inventar? Ja, haben wir. Ach, der hat mir Federn gegeben. Natürlich. Okay, das war alles. Okay. Na gut. Der wird jetzt auch was verstärken, aber tut er nicht. Also hat er mich einfach hierher gelockt. Unter falschem Vorwand. Mal zu dem hin. Was machst du hier? Alles gut bei dir? Thank you.
Vielleicht schläft er auch einfach nur oder so. Du willst eigentlich die Blitzdinger kaputt machen? Diese Hässlichen da hinten? Nicht was ein bisschen Schaden. Da brauchen wir irgendwas anderes. Kann das sein, dass man dafür das hier braucht? Nee. Scheinbar fehlt uns dafür das Wissen oder die Fähigkeit. So, dann auf nach Hause. Achso, wir müssen ihn noch reparieren. Alter, der wird schon repariert. So, auf nach Hause. Und abspeichern. Abspeichern, abspeichern. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Wasser aussieht noch. So, Wasser sieht okay aus, ne? Weil jetzt auch nicht so viel Wasser, was wir geupgradet haben. Das reicht schon mit diesem Weg hier. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!